Grundlage unseres Reports ist ein wirklich umfassender Marktcheck mit 1500, über 1500 Kinderprodukten. Das heißt, das sind Produkte, die sich ausdrücklich in ihrer Aufmachung an Kinder richten oder aber auch an Eltern, weil sie als Kinderprodukte in irgendeiner Weise bezeichnet wurden, Babynahrung ausgeschlossen. Diese 1500 Produkte haben wir ernährungswissenschaftlich bewertet, mit Hilfe der Ernährungspyramide des AID-Infodienstes. Also von diesen süßen und fetten Snacks, die Sie ganz oben in der roten Spitze sehen, sollten Kinder nicht mehr als etwa eine Handvoll am Tag verzehren. 3/4 der Produkte, die es im Angebot gibt, fallen in die Kategorie ganz oben, in die rote Spitze eigentlich, süße und fette Snacks. Das heißt, die Lebensmittelindustrie dreht die Kinderernährung komplett auf den Kopf. Am meisten Rendite bringen die Sachen, von denen man am wenigsten essen soll. Und deshalb steht die Ernährungspyramide der Industrie auf ihrem Kopf. Denn am meisten werden die Sachen produziert, die am meisten Rendite bringen. Es ist ja nur ein Angebot, muss ja keiner kaufen, die Eltern entscheiden am Ende. Das Ganze ist natürlich wesentlich mehr als nur ein Angebot. Die Lebensmittelindustrie greift zu allen Methoden, zu ausgeklügelten Marketing- und Werbestrategien, um diese Produkte den Kindern direkt anzudienen, um sie in den Markt zu drücken und um auch die Ernährungsgewohnheiten der Kinder auf diese Produkte zu prägen. Die Verpackungen arbeiten mit Comicfiguren, mit Tieren, mit teilweise auch mit Sportstars, also Figuren, die Kinder sympathisch finden, denen sie vertrauen und die sie natürlich dazu verleiten sollen, direkt im Supermarkt zu sagen, dieses Produkt möchte ich aber haben, weil da SpongeBob drauf ist. Völlig egal, was da eigentlich drin ist, für das Kind zählt am Ende, dass halt SpongeBob drauf ist. Die Eltern sind verantwortlich für ihre Kinder. Und da müssen wir sagen, ja, die Eltern sind verantwortlich für ihre Kinder, aber nur weil die Eltern Verantwortung haben, heißt das nicht, dass die Lebensmittelwirtschaft keine Verantwortung hat. Wofür ist die Lebensmittelindustrie dann verantwortlich? Für ihre Produkte, für deren Qualität und Zusammensetzung und deren Vermarktung an die Kleinsten. Sie entscheidet, ob, was, wie viel, wie, wann. Sie ganz allein. Und ausgerechnet dafür verweigert diese Branche jedwede Verantwortungsübernahme. Sie muss aufhören, Kinder zu verführen, Eltern, Erzieher und Lehrer zu manipulieren und die Familien zu belästigen.